But please send more material. Wer weiß, vielleicht ist ein neuer Rising Jazz Star dabei. Arrangement und Kompositionswettbewerb, ausgeschrieben von der NDR Big Band. Hier ist mein Beitrag. I mean, I'm just looking for some freaks to come. I'm like some freaky weird people who know how to write. Freak ist quasi mein zweiter Vorname. Quatsch, das ist Johanna. Nee, ich bin kein Freak, ich bin eher normal, so unterdurchschnittlich normal. So, jetzt pass auf, hier auf der Homepage gibt es so ein Teilnahmeformular. Mache ich alles noch, keine Frage. Aber ich erkläre jetzt hier in einem kurzweiligen Video schön das Konzept meines Arrangements. Geht schneller als jede Notenstudiererei, also bleibt dran, es lohnt sich. All composers have a kind of concept before they start to write. So if you limit the possibilities, then it's easier to get one language for one concept. Also folgendes. Seit Anfang 2021 ist dieses Stück ziemlich viral im Netz, im Internet. Und das Beste, es ist Public Domain. Composer Traditional und Copyright Public Domain. Besser geht's nicht. Arranged by Sophia Transistor, das bin ich. Ich komme später noch zu meinen Referenzen. Der Wellerman Sea Shanty ist ein ziemlicher Urwurm. Und guess what? Wellerman. Upp. Tausende Covers, Arrangements und Versionen online, Google Trends, Interesse nach Regionen, Deutschland an erster Stelle. Obwohl es ja eigentlich ein neuseeländisches Lied ist und von einem Schotten bekannt gemacht wurde. A simple rhythm and a centuries-old melody. Amazing. It's like a dream come true. I'm just waiting to wake up at any minute. The song made a big splash, and soon the internet was flooded with people singing Wellerman. During the corona pandemic, the sea shanty clearly touched a nerve, as it tells of the loneliness of life at sea. Es war auf jeden Fall ein großes TikTok-Thema, was auch auf YouTube übergeschwappt ist. Jetzt pass mal auf. Was es aber auf jeden Fall nicht gibt, ist ein Wellerman-Video gespielt von einer echten Big Band. Jetzt habt ihr verstanden, worauf ich hinaus will. Aktuell null Big Band-Version und wir haben jetzt noch Sommer. So ein bisschen Sommer haben wir ja noch. Macht das doch jetzt noch, bis spätestens September. Ist ja nicht so ein großer Aufwand. Selbst unter den allgemeineren Keywords Wellerman und Jazz. Da findet man zwei relativ gute Klavierversionen und der Rest stimmt dann auch nicht mehr so ganz auf die Keywords. Also bis jetzt die häufigste Darbietungsform ist meiner Recherche nach männliches A cappella Gesangsquartett. Hier ein kleiner Zusammenschnitt von Strophe und Chorus 1 aus x verschiedenen Versionen. So, with your permission. 2, 2, 3, 4. There once was a ship that put to sea. The name of the ship was a bully of tea. The winds blew hard, her boat it down. Oh, blow my bully boys blow. Soon may the Wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and take our leave and take our leave and go. Ihr könntet das natürlich auch als Vocalscore aufführen, weil ihr habt ja praktischerweise einen singenden Muttersprachler, der auch noch Posaunist ist in der Band. Und wie ich das bis jetzt mitbekommen habe, ist es ja ein ziemlich ausgelassener und freaky Typ. Also wenn er das will, go for it. My name is Dan Gottschall and I am the lead trombone player in the NDR Big Band. Singen? Spielen. And now the other way. I would have never dreamed of singing in front of this band. I would have been so terrified. Es ist nicht das Liebeslied des Volta, aber es steht Love drin. Love. What is that smell? Can you please stop that, you know? Can you please stop singing? That was good enough. Dennoch habe ich mich dafür entschieden, das Ganze eher zu so einem Gesamtbläser-Feature zu machen. Wenn man an ein Traditional, also Composer Traditional Big Band Stück denkt, was fällt einem da zuerst ein? Genau. John Brown's Other Body. Und womit fängt das an? Posaune. Das fängt an mit so einer Art Posaunensatz-Solo-Strophe mit Drummer, so militärtypisch mäßig, ne? John Brown's Other Body ist ein Funkstück und ich habe mich auch dazu entschieden, das hier zu einem Funkstück zu machen. Zwischendurch so ein bisschen, hoffentlich darf ich den Ausdruck benutzen, Elektro-Swing-mäßig, aber dennoch eher ein Funk-Bläser-Feature-Stück für Big Band. Erst wollte ich das auch als Posaunensatz-Feature konzipieren, aber dann dachte ich, irgendwie ist das unfair den anderen Instrumenten gegenüber. Und deswegen darf quasi jede Sektion darf einmal Thema und Chorus spielen. Und wenn ich meine jede Sektion, meine ich jede Bläsersektion bis auf die Rhythmusgruppe. Und jede Sektion hat quasi so einen leicht anderen Stil des Themas. Die Posaunen fangen an. Gehen wir mal ins Score rein. Statt Buchstabenbezeichnungen für die einzelnen Sektionen habe ich den Namen gegeben. Intro-Melo ist die Intro-Melodie. Zwischen den einzelnen Sektionen gibt es immer so eine Art Bridge.
Und wenn du Zahlen so liebst. This is a book about the Elbphilharmonie and I made Quersumme of every number from this building. And very often it happened to be a 3. So I decided to stick to this 3. Diese Bridges haben verschiedene Anzahlen an Takten. Das ist ganz verwirrend. Nee, aber das muss so sein, weil das ist total individuell. Die erste ist ganz kurz, ist quasi eine Two-Bar-Bridge. Den Trompetenteil habe ich Funky Sing 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 genannt. Hier oben steht's. Alles markiert. Der Trompetenchorus soll so ein bisschen von der Atmosphäre klingen wie Get It On von The Jays, falls einem das was sagt. War mir das dann schon relativ schnell klar, dass wenn man erste Trompete spielt, man nicht einfach nur so ein bisschen spielen kann, sondern wirklich 100% geben muss. Die nächste Bridge ist eine 6-Bar-Bridge. Die nimmt so ein bisschen Fahrt auf und danach beginnt der Saxophon-Chorus. Der heißt hier The Curse of the Wellerman. The Curse heißt auf Deutsch der Fluch. Das soll atmosphärisch ungefähr so klingen wie in der Computerspielmusik PC Game Music von Monkey Island. Auch The Curse of Monkey Island genannt. Ich bin Guybrush Threepwood, ein mächtiger Pirat. Ich bin Murray. Die machen auch immer diese Bloop, ne? Bloop, so ein... Auch so ein bisschen Reggae-mäßig und da passt ein Steel Drum eigentlich total gut zu. Ihr habt ja einen ganz netten und ambitionierten Perkussionisten, Percussionist. Ein Percussion-Set ist wie so ein Mini-Percussion-Ensemble, so ein Orchester. Verschiedene Trommeln, verschiedene Rasseln, Becken, Gongs, Metall, so verschiedene Instrumente aus verschiedenen Ländern und das interessiert mich gerade. Und das Schöne bei uns in der Percussion-Welt ist, es hört nicht damit auf. Ich liebe genau so sehr ein feines Instrument von Instrumentenbauern gemacht, so wie ein Salatschüssel. Wenn die Salatschüssel so gut klingt, für mich ist es genauso schön. Big Band Steel Drum gibt es auch eher selten. Als besonderes Feature für Percussion gibt es in meinem Arrangement ein sogenanntes Steel Drum. Wenn es nicht möglich ist, ein Steel Drum aufzutreiben, dann nimmt doch einfach ein Xylophon, Marimba, also Glockenspiele, wie sie alle heißen. Heute hab ich gute Laune, Laune. Heute ist ein schöner Tag. Steel Drum kann auch Harmonie machen, einfach so. Einfach so, so liegende Töne getrillert ist dann Harmonie. Steel Drum kann aber auch Melodie. Perfekt. Und es klingt auch so ein bisschen karibisch. Der Wellerman ist ein altes Walfängerlied. Also so ein Seemannslied. Seemann, da denke ich auch oft an die Karibik und Piraten. Und deswegen, warum nicht mal ein Steel Drum in einer Big Band? Ich denke, das wird sehr gut klingen. Wenn die ganzen Melodienoten hier zu schwierig sind, dann machst du halt nur die Harmonietriller. Kannst du dir auch dann mit so Zettelchen da markieren in deinem Steel Drum und dann sollte das funktionieren. Die Mischung, es ist wirklich wie ein bisschen wie Kochen. Man kann Farben mischen und dieses Mischen ist für mich ein wichtiger Teil des Konzepts. Verschiedene Spieltechniken mischen und Klänge mischen. Gute Sounds, spannende Orchestrierung, darauf freue ich mich. Bei meiner NDR Big Band Recherche habe ich herausgefunden, dass Alto 1 auch Querflöte spielt, unter anderem. Es geht vielleicht nicht immer nur darum, was man spielt, sondern wie man es spielt. Das ist Querflöte, Piccoloflöte, Altflöte, Bassflöte. Es setzt natürlich sehr viel auch stilistische Toleranz eigentlich voraus. Dass man versucht, immer so Metaebenen zu finden, die diese unterschiedlichen Musiken auch miteinander verbinden. Oh, jetzt habe ich wieder viel gelabert, Alter. Und so musste ich einfach auch einen Part für Querflöte einfügen, weil es geht ja das hartnäckige Klischee um,
dass die most sexiest musicians, die most sexiest music players auf der Welt, dass das die Saxophonisten sind. Aber nein, das stimmt nicht. Und das stimmt nicht. Das ist ein großes Missverständnis. Das sind die Querflötisten, besonders die männlichen. It was so funny. I get it. Oh, and this one time at band camp, I stuck a flute in my pussy. Excuse me? What? You don't think I know how to get myself off? Hell, that's what half of band camp is. Sex ed. So, are we gonna screw soon? Because I'm getting kind of antsy. Was dann die männliche Querflöte da zu spielen hat, ist jetzt nicht so sexy, also so ein bisschen militär-like eher. Und zwar habe ich mich da orientiert an der Wellerman-Version von der Bundeswehr, der Marine. Und da haben sie auch so ein Militärorchester und die Querflöten spielen die ganze Zeit darüber so. Und das fand ich so schön. Und so ähnlich habe ich das jetzt hier auch reingeschrieben. Das bedeutet, Liedmelodie spielt in diesem Teil Tenor 2 und damit das nicht zu wenig ist, auch noch die Gitarre. Hoffentlich reicht das. Ich habe das Steel Drum jetzt hier mal mit der Querflöte gedoubled, so als kleine Herausforderung. Nächste Seite, danach kommt was ganz Verqueres und zwar ein 5-Bar-Bridge. Das soll so sein. Jetzt haben wir quasi Posaune, Trompeten und Saxophone durch. Posaunen kommen nochmal am Ende, weil die nur so einen kurzen Anfangsteil hatten gegenüber Trompeten- und Saxophonteil. Jetzt beginnt Solo-Teil. Ja, und jetzt gehen wir ein bisschen in die Geschichte der Sea Shanties. When sailors would be out at sea for months on end, a shantyman was chosen to lead the singing. In call and response songs, the shantyman would sing the main line, and the rest of the crew sang the response or chorus. Now the internet community has replaced the boat crew. Virtual sailors' choruses around the world can join in song. Even prominent musicians like US violinist Lindsey Stirling and British guitarist Brian May have gotten swept up in the shanty craze. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Ein sehr mutiger Musiker, der den Ton angegeben hat, hat quasi die Strophe gesungen und die ganzen anderen haben quasi den Refrain als Antwort darauf gegeben. Und das passt ja eigentlich gut als Konzept für ein Solo. Und zwar für ein Solo-Battle. Nein, Gemeinschaftssolo, genau. Ich hab's, glaube ich, Community. Community-Solo, da steht's doch. Kein Solo-Battle, ein Community-Solo. Und zwar zwischen Trompete 2 und Posaune 2. So, jetzt muss ich mal eine kleine Animation einfügen. Vom Harmoniegerüst her haben wir ja eigentlich ein A-Teil und ein B-Teil. A-Teil ist die Strophe, ist relativ langweilig, weil es ist meistens nur C-Moll. B-Teil ist der Refrain und der ist ein bisschen interessanter, weil da gibt es so einen kleinen Turnaround. Und das wäre jetzt unfair, wenn dann von diesen zwei Solisten einer immer nur den A-Teil und der andere immer nur den B-Teil hat. Ich glaube, das Wichtigste beim Improvisieren oder auch beim Melodienspielen ist, dass man versucht, eine Geschichte zu erzählen. Das versuche ich mit jedem Mal, wenn ich mit der Trompete Töne spiele. Mit Menschen spielen, das ist wichtig. Nicht nur alleine zu Hause mit irgendwelchen Dosen, sondern wirklich kommunizieren. Musik besteht immer aus Frage und Antwort. Weil das Solo soll auch eine Art Frage-Antwort-Spiel werden. Und jetzt müssen wir das so drehen, dass jeder einmal A- und B-Teil hat, damit das nicht so unfair wird, ne? Da-da-da-da, Frage und Antwort. In der Jazzmusik ist es genauso. Einmal eine aufsteigende Linie, einmal eine absteigende Linie. Man wird immer Fragen und Antworten hören, in der Improvisation oder in der Melodie. Und daraus entsteht eigentlich schon Kommunikation, entweder mit dem Partner oder mit sich selbst. Und ich habe gespielt und die haben mir geantwortet. Und das war ein unglaubliches Erlebnis, fand ich. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal toppen kann. Und deswegen habe ich das aufgeteilt nach A, A, B, B. Vier Teile quasi, vier harmonische Teile, bestehend aus zwei verschiedenen Buchstaben. Trompete fängt an mit einmal A-Teil, dann kommt direkt die Posaune und darf einmal A-Teil, so als Antwort, und dann einen neuen B-Teil vorliefern. Und dann zum Schluss spielt die Trompete noch einmal Solo über B-Teil. Und das wird dann immer wiederholt, solange bis dann die Luft raus ist.
So habe ich mir das gedacht. Das wird total gut. Ist natürlich alles frei. Von mir aus kann auch irgendein Rhythmusinstrument da Solo spielen. Zum Beispiel Steel Drum. Wieder Zeit für ein Solo jetzt. Juhu. Ist Zeit für ein Solo, oder? Steel Drum, Steel Drum Solo. Das Glück. Was ist los? Bleib hier! So scheiße ist das auch nicht! Jetzt bleib hier! Das ist nicht so scheiße! Lass mal lieber so. Finde ich schon ganz gut so. Solo Section over. Dann kommt eine 3-Bar-Bridge. Kennt jemand das Stück Funk Klaus von Klaus Osterloh, WDR Big Band? Das ist auch so. Am Anfang spielen halt so die sanften Bläser, Posaune und Flügelhorn oder was weiß ich, so ein Horn. Wenn Sie noch eine weitere musikalische Erläuterung möchten, es ist ein Blues und basiert auf einem Sept-Non-Akkord. Und deswegen kommt hier am Ende auch nochmal die Melodie in den Posaunen drin vor. Alle anderen Instrumente haben trotzdem noch was. Aber es soll dann quasi so enden, wie es angefangen hat. Und dann kommt der Schlussakkord. So, wie klingen Schlussakkorde von Big Band-Stücken? Da kann ich jetzt mal so ein kleines Rätsel hier einführen. Ich spiele jetzt mal ein paar berühmte Schlussakkorde von Big Band-Stücken ein. Und ihr müsst raten, von was für ein Stück das ist. Hören halt auf mit so Bleep, ne? Aber das fand ich hier ein bisschen unpassend. Für den Schlussakkord habe ich mich an der Santiano-Version orientiert. We'll take our leave and go. We'll take our leave and go. Und bevor das letzte Wort kommt, eine theatralische Pause. Und der letzte Wort, letzter Akkord, so tief wie möglich, einfach rumgegrölt. Und genauso wollte ich das auch haben. Und deswegen hat hier bei dem Abschlussakkord auch Trompete 1 einen relativ tiefen Ton. Ich glaube, den könnte ich sogar spielen. So tief und gröhlend und grollend wie möglich. Und dann ist das Stück auch schon vorbei. Und wir haben es geschafft. Das hat schon was, wenn man irgendwie notisch wie so BAK und das machen dann alle zusammen. Jetzt zu meinen musikalischen Referenzen. Jetzt aber das andere Lied. Was ist für ein anderes Lied? Das schnelle. Also okay? Okay. Alle haben erstmal überhaupt schon mal die Erfahrung gehabt, ein Instrument zu spielen. Und das ist ja schon ein Riesenschritt, finde ich. Dette er ingen konkurranse med en vinner. Så uansett hvor du uansett hvor gammel du send oss din musik. Aber ich bin eigentlich Autodidakt und ich habe mir das dann alles selbst beigebracht. Ich heiße Sophia und habe Posaune in Big Bands gespielt, also so in der Musikschule und dann später in der Uni. Ich habe mit 6 Jahren, wie das so üblich war, angefangen Klavier zu lernen und dann mit 17 habe ich dann nochmal 2 Jahre Posaunenunterricht gehabt und das hat dann gereicht, dann durfte ich in der Big Band mitspielen. Ich habe halt so ein Instrument gesucht, was man auch im hohen Alter noch sehr schnell lernen kann und da brauchst du ja einen langen Arm für und du hast ja eh immer nur leichte Noten, weil man damit auch nicht so dynamisch ist, na, angeblich, war das kein Problem, ja. Mein allererster Big Band-Leader in der Musikschule hat immer gesagt, in jedem zweiten Fahrstuhl steht ein Klavier, deswegen lernt Klavier. Mein erster Big Band-Leader hat übrigens auch einen YouTube-Kanal, muss mal reingucken. Bassport 1 oder so, weiß ich nicht, schon sehr alt. Bassport 1. Und er war der erste, von dem ich jemals das Wort YouTube gehört habe.
in der Pause von der Big Band Probe, ich glaube, das war Anfang 2006, da ist er immer hingekommen, hat gesagt, hey, kennt ihr schon diese neue Seite? YouTube. Was? YouTube. Du Röhre. Da gibt's alle Originalaufnahmen von Thelonious Monk, da müsst ihr mal reinschauen, da könnt ihr euch Jazz anhören. Und so bin ich dann auf YouTube gekommen. YouTube war da noch ganz neu und diesen Kanal hat er hier auch 2008 schon erstellt. Er spielt auch Melodica. Blue Moon, Blue Moon, Blue Moon, Blue Moon. Warum bin ich so allein? Ich möchte nicht einsam sein. Drum bitte schein, schein, schein. Also eigentlich habe ich jede Stimme mal gespielt, bis auf Bassposaune, aber am meisten zweite Stimme. Also ich kann auch ein bisschen Trompete, weiß zumindest, was man darauf so spielen kann und wie man drücken muss. Aber wovon ich jetzt nicht so die Ahnung habe, ist hier. Bei Gitarre und Schlagzeug war ich so ein bisschen ratlos. Deswegen habe ich bei Gitarre oft diese Slashes hier eingefügt und Akkordsymbole drüber in der Hoffnung, dass sie das dann schon macht. Die macht das schon, die kennt sich aus. Fingersätze. Da ist Gitarre eigentlich ein bisschen ungünstiges Instrument, muss man sagen, weil es halt immer so viele Möglichkeiten an Fingersätzen gibt. Welchen der 12 möglichen Fingersätze und welche gibt es überhaupt, nehme ich, um von da nach da zu kommen. Ich habe zwar ein bisschen Noten hingeschrieben, aber wenn man das jetzt nicht greifen kann oder so, dann achte nicht auf die Noten, spiel einfach irgendeinen Fingersatz, das passt dann schon. Also bei den Drums, Bassdrum, hohe Tom, tiefe Tom, mittlere Tom, Snare Drum, da stand da alles in dem Notenschreibprogramm, aber hat mir jetzt nichts gesagt. Ich habe ein bisschen gegoogelt nach Funk und Drumset. Habe ich ein bisschen so dann die Noten so rausgeschrieben, wie das da vorgegeben war. Und dann fand ich, klang das relativ gut. Und dann habe ich das einfach mal so gelassen. Ich hoffe, das ist spielbar. Hier habe ich zum Beispiel ein D-Crescendo auf so einem Beckenklang. Ich weiß nicht, ob das überflüssig ist, aber ich habe es trotzdem mal gelassen, damit er jetzt hier nicht so laut weiterspielt. Im Grunde genommen wird beim Drum- und Percussion-Set bei den anderen Versionen ja meistens nur jede Viertel betont. Und ich habe mir auch überlegt, ob ich jetzt so ganz stupide einfach irgendwelche Musiker einfach nur so irgendwie so oder keine Ahnung. So klingt sogar ein bisschen was, aber kann man natürlich machen. Aber wenn dann nur auf 2, 4. Hab mich dann dagegen entschieden, weil das ist ja zu albern. Wenn das euer Stil ist, könnt ihr das natürlich trotzdem noch machen. Aber es sind bis jetzt, sind jetzt nicht so Pausen dabei, wo die Bläser das hätten machen können, deswegen ist das jetzt nicht dabei. Mein Name, Sophia Transistor, ist offiziell im Melderegister als Künstlername eingetragen und wenn das nicht eine künstlerische Leistung ist, dann weiß ich auch nicht. But what we're doing is also art. Das ist jetzt nicht mein allererstes Big Band Arrangement, sondern mein zweites. Ich habe schon einmal vor 10 Jahren die Tatort-, Abspann- und Titelmelodie für Big Band arrangiert und auch aufführen lassen von meiner alten Uni-Big Band. Und das Tatort-Arrangement reiche ich jetzt hier mal mit ein, weil ganz ehrlich, also ich habe ja oft meine Verwandten gezwungen, Big Band-Konzerte mit anzuschauen. Und was hat denen am besten gefallen? Stücke mit familiar Tunes und schönen Melodien. Wenn du allgemeines Publikum hast, das jetzt nicht nur speziell Big Band-Fan ist, dann musst du auch mal so Sachen bringen, die einfach mal ein bisschen so Public Domain sind. So it's about finding a good start and a peak and a dramaturgy, like a film or like a book. So. Wie bin ich eigentlich auf diesen Kompositionswettbewerb aufmerksam geworden? Und zwar, seit ungefähr einem Jahr mache ich Kaltakquise, auch sehr interdisziplinär und jetzt eben auch als Big Band Arrangeurin. Warum nicht? Das ganze durchgehende Arrangement verlinke ich, das habe ich in einem anderen Video gemacht, weil das hier wird jetzt schon viel zu lang. Was für eine Band ist die NDR Big Band? Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, eine Big Band. Was für eine Band? Ist die NDR Big Band? Ja, sie sind fürchterlich. Ein Haufen selbstwichtiger, arroganter Schnösel. Right in the camera. Okay, sorry. Was für eine Band ist die NDR Big Band? Also die Band ist jeden Tag immer wieder anders. Einfach auch eine Band mit einem geilen Spirit, muss man einfach so sagen. The NDR Big Band has this concept for years that it's a band of soloists. It's an incredible feeling and it's very elusive. Wo probt die NDR Big Band? Kann es sein, dass es hier ist? Hamburg is my hometown. That's a great place and have a great job. Es
ist ja ziemlich in der Nähe von hier, wie heißt das? Von der Außenalster. Alsterpark gibt's auch, hier mit so einem schönen Kabuff. Da nehmt ihr einfach eure Instrumente, so wie es geht, ne? Wenn ihr an den Strand geht und das Klavier zu schwer ist, dann kann der Pianist auch ein Schifferklavier nehmen oder eine Melodika. Geht da zum Wasser und macht da eine Aufnahme von dem Stück und fertig. Wenn ihr wollt, könnt ihr mir auch dann die ganzen Aufnahmen schicken und ich kann es zusammenschneiden. Ich bin Expertin im Filmschnipsel zusammenschneiden. Und ihr ladet das dann auf eurem YouTube-Channel und bekommt etwas mehr Sichtweite. Das Meer ist doch noch ein bisschen weit weg. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch noch einen Betriebsausflug zum Meer machen, zur Nordsee. Ostsee ist auch nicht weit, ne? Und dann könnt ihr da die Aufnahme machen. Ich habe mich schon immer gefragt, ob es möglich ist, einen Drummer auf so einem Schlauchboot zu lagern, ne? Also während er spielt. Da muss er dann irgendwie so eine Frequenz finden, die nicht der Eigenfrequenz des Schlauchbootes entspricht. Damit er nicht kollabiert und untergeht. Das wäre ganz witzig, wenn er im Hintergrund so der Drummer auf so einem Schlauchboot daher, daher schwimmt. It's not to make any kind of spectacular show, circus or something, it's because that's the concept. It's not a dance band, it's a concert jazz band. Ja, da entstehen Bilder im Kopf und man hat nicht nur Musik, man hat einen ganzen Film. Mhm. Beigetreten 11.11.2020. Karneval, sehr gut. Das war eigentlich meine Grundidee dahinter, ein weiterer schicker Beitrag für den NDR Big Band YouTube Channel. Ich meine, die ganzen Hobby-Big-Bands, die müssen ja auch erstmal wieder anlaufen und zusammenkommen und dann könntet ihr ja quasi so eine Art Vorreiter sein und andere dazu bewegen, das nachzumachen, genau. Damit die Big-Band-Proben erstmal wieder richtig Fahrt aufnehmen können. So. Also ich habe das Stück jetzt weiterhin mit The Wellerman betitelt, aber man könnte den Titel auch noch ändern, zum Beispiel in Ellerman oder so. Ja, in diesem Sinne, ich würde mich freuen, wenn was draus wird und wenn ich demnächst auf eurem Channel eine professionell gespielte Big Band Version des Wellerman Sea Shanties vorfinden werde. Und wenn nicht, dann ist das auch nicht schlimm, macht euch keinen Stress. So wichtig ist das auch nicht. Es gibt Wichtigeres. Hey, vielleicht schicke ich das auch an die WDR Big Band oder an jede Big Band. Will das irgendjemand spielen? Wenn es irgendjemand mal spielen will, würde ich mich total freuen. So, dann räume ich jetzt mal alle Instrumente wieder weg. Und wehe, ich habe irgendwas vergessen zu sagen. Ich kann das jetzt nicht nochmal so aufbauen. Warte, ich komme mal näher. Bleibt musikalisch interessiert. Bis dann. Die Sophia. Ich klappe jetzt mal das Display ein, um die Aufnahme zu beenden. Tschüss. NDR Big Band has a long tradition of being innovative and open-minded. Together with all the great musicians in the band, I'm enthusiastic about the next years making productions that both fulfill and challenge the expectations of what a big band can be. Especially at this moment in time when everyone is stuck at home, everybody's fed up and they can't go out to see their friends, and then the song has came along and everybody can join in and sing along. You can stamp your feet, you can clap your hands, you can play an instrument to the song, you can sing along, you can shout along if you like. I think it gets everybody involved and puts a smile on people's faces, and I think that's why it's done so well. Unter diesen Corona-Bedingungen, dass wir unheimlich weit auseinander sitzen und trotzdem zusammenspielen sollen, müssen, dürfen, dass das funktioniert. NDR Big Band, oh, jeg vil gerne høre fra dere. It's incredible. Just enjoy.